Willkommen zurück beim Let's Play von Ethan Carter. Wir haben das Bergwerk hinter uns gelassen und stehen jetzt vor der Wahl, entweder zu den Wasserhäuschen da vorne zu gehen oder die Fabrik hier zu erkunden. Und das machen wir mal zuerst, weil die Tür steht da auf und die ist so einladend. Da will ich jetzt direkt reingehen. An der Wand montierte Kiste. Axtförmige Verfärbung. Feuer, Axt, Kasten. Axt. Hier liegt oben. Neben Blut. Neben Dale. Ja, ist da oben noch jemand oder? Sind wir jetzt hier alleine? Alleine. Wir haben eine kaputte Tür zerstört. Von innen, von außen. Übertriebene Gewalt, Verzweiflung, Wut. Kaputte Tür. Auf jeden Fall die Axt. Können wir schon mal nehmen. Wir haben eine weitere Leiche in der Familie Carter. Opfer in die Enge getrieben. Durchstochener Hals. Keine anderen Wunden, kein Zeichen eines Kampfes, keine Spuren im Blut. Den kann man wieder gedrückt halten, aber da fehlt noch ein bisschen was. Umgestürzter Stifthalter. Verstreutes Schreibtischzubehör. Etwas hastig genommen. Stift, Bleistift, Schere, Brieföffner, Lineal. Was könnte es sein? Eine Schere. Und die ist... Was ist das? In die Richtung. Ist ja zum Glück ein Fenster. Könnte bei dem Fahrstuhl da unten sein. Oh, ja, eine Schere. Okay, also wir brauchen die Schere. Und wir haben die Feuerwehraxt. Die können wir unten einsetzen. Mal fix die Schere holen. Und wir könnten, wenn wir wollten, nach oben fahren. Aber wollen wir nicht. Wir wollen jetzt erstmal da den Mord aufklären. Und wir haben ja auch noch das Wasserhaus, mindestens. Die Schere nach oben bringen. Geräusch kommt mir bekannt vor. Das ist wohl das Signal, hey, du hast alles gefunden. Ja, sieht gut aus. Alles nach draußen? Aber einer, der hier bleibt. Zwei, die hier sind. Kampf. Eine Tür. Und dann sind die draußen gewesen. Hat er den verletzt oder den geschlagen? Und was fehlt denn hier noch? Da vorne. Chronologie. Dale wurde verfolgt. Hat den Angreifer versucht aufzuhalten. Der konnte ihm aber die Axt abnehmen. Ich glaube, das ist ziemlich einfach. Dann haben sie gekämpft. Oder
Er ist vor ihm weg, versucht wegzulaufen. Ja, dann ist das Ganze hier geendet, oder nicht? Würde ich mal jetzt tippen, anders. Das hat wenig Sinn. Where's my mother? Why are you standing in the sleeper's way? She had an accident. Travis, put down the axe. An accident. I didn't want her to get hurt. We're all so sick, you know? Since Ethan found that room. Where's Ethan, goddammit? Talk to me! Okay, okay! He wants to burn Vandegrift's room. Look, Travis, just leave me alone! Oh God! Oh God! The sleeper chooses vessels. You know that? To enact his wishes, he chose Mom. He chose me. Son, I don't want to hurt you. You think scissors are gonna save you? Yes. Nein, er hat sich selber umgebracht. Didn't have to be this way. You could have helped the sleeper, helped us. But Mom's right. You're a coward, and you'll be meeting Ethan again soon. Und bald wirst du Ethan wiedersehen? Wenn er tot ist? War die richtige Entscheidung. Ich würde nämlich mal sagen, dass der zu dem kleinen Wasserhäuschen da geflogen ist. Wir sind immer noch in der Traumwelt. You disturbed it, not me. Travis, we can get rid of it. I know exactly what we're up against. Don't listen to what's in your head. This sleeper was feeding on them. Their hate, their distrust. Ethan's father figured suicide wouldn't feed it, but it did. I could feel it sitting somewhere out there, fat as a bullfrog, digesting. Mhm. Wir können hier drehen. Mal gucken, was dann da draußen passiert. Ob hier noch irgendwas ist. Vielleicht können wir das Wasser irgendwie abstellen, aber das ist zu viel, ne? Dass das irgendwie ablaufen würde. Ja, das ist eine Sackgasse. Wiederholt drücken. Und jetzt? Ist das Wasser nicht mehr ganz so stark? Ist da vorne ein Weg? Komm ich von rechts rüber? Ah, die Tür ist jetzt zu.
Warum ist die Tür denn jetzt zu gewesen? Abgefahren das aussieht. Ja, wahrscheinlich, ja, da kommt man drüber, ne? Ah, okay, sonst wäre ich immer gar nicht, sonst wäre man hier gar nicht drüber gekommen. Sieht das cool aus. Ethan was close. I could feel him. A pinprick of light in the darkness. He would know me. He would know why I'd come. Boah, das sieht aus wie in echt. So mit dem ganzen Moos und... Das ist schon eine abgefahrene Technik. Ein kleiner stiller See. Was ist denn das da hinten? Boah, jede Ecke ist ja einfach nur idyllisch, ne? Wir können das betreten, aber ohne Zettel oder so am Anfang. Fühlen. Then fight it. I have to destroy the room. Corvus. I'm sorry. Ethan. Corvus. Drehen. Corvus. Corvus, Corvus. Keller. Der ist aber auch abgebrannt.
Habe ich gesehen, das Loch habe ich gar nicht gesehen im Boden. Was ist das denn hier, so eine Art Familiengruft oder? Wer ist das denn? Verkohlt, ja, sehe ich. Und sonst keine Ahnung dazu, friedlich. Was sind für Wellen auf dem Boden? Berühren, halten. Lass mal einen Zettel lesen. Ich versuchte, sie einzumauern, aber sie wehrte sich. Am Ende konnte ich es nicht tun. Nicht meine Frau. Weder sie noch der Schläfer ist zufrieden. Jetzt muss ich entscheiden, vor wem ich mich mehr fürchte. Das ist der Opa, ne? Das ist auch unser Ed. Und er hat versucht, die Tür aufzumachen. Mit Ethan. Schon jetzt eine Chronologie? Mhm. Ja, die sind reingekommen. Die haben geredet. Die haben die Tür aufgemacht und der Opa war alleine. Ethan, I fought it off. It's okay. Grandpa, get away from me. Your grandmother Gail is protecting me from it. Ethan, I can help you. I found Vandergrift's diary. He said for the sleeper to wake up, someone has to suffer. Look! When I found that room, I didn't wake him up. He's trying to wake up now. Vandergrift kept his victims alive. He made them suffer. That's what the sleeper wants. We need to get in that room. I can squeeze through. Grandpa, no! Gail, it has to be this way. The sleeper must not wake. Burning the room won't matter, Ethan. The sleeper's inside us now. Grandpa! Get back! We all have to die. Even you. Even me. Ethan. Da ist Ethan. Aufwecken. Ethan, wake up. Well, kid, you stopped it. It was horrible, but you stopped it. Paul Prospero? Are you really here? I'm sorry, Ethan. I was late. Too late. You're right. You were too late. Wow. Here. Again. I knew this story. And it was Ethan's as much as it was mine. And it wasn't finished. Not yet. Sie war nicht zu Ende, noch nicht.
Danke. Damm. Kirche. Dieser Ort. Geschichten. Fallen und Schädel. Raumkapsel. Haus der Portale. Der Hexenwald. Der alte Gott. Wir haben alle Geschichten gefunden. Jetzt können wir noch halten. Finale Rätsel. Boah. Christ, Ethan. You're in here again? You missed dinner. Mom and Dad are pissed. They've been looking all over the place. Get out of here, Travis. Leave me alone. Hey, Ma! He's in here! Honey, be careful with that lamp. Dale, what the hell's wrong with your kid? Painting on walls, writing his stories. I mean, what the fuck? Ethan! For God's sake, you missed dinner! I'm sorry. I've been working on a story all day. How long have I been out here? The Adventures of Paul Prospero, Supernatural Detective. Where do you get this stuff? Pop, would you get Travis out of here, please? He draws pictures on walls. What the hell is that? Chad, shut up! You got yourself a faggot for a son, Dale. Travis, let's go. Come on. Faggot! Ethan, you're a fucking faggot! Travis, stop it! Oh, shit! Shit! Everyone, go! Get out! Ethan, get out! The smoke, it's toxic! Oh, Jesus. Oh, God! What do we do? What do we do? I wrote about you, but I don't know if I created you. You made me real. I can't go yet. I have to finish my story about you. I wrote stories about everyone. I know you did, but my story's done, and it's a fine story. I can let go? You can let go. What happens then? Another story, kid. What else? Thank you.
Da hat die Suche nach Ethan also ein trauriges Ende genommen. Wer hätte das gedacht oder damit gerechnet? Was ein geiles Spiel. Boah, Hammer. Ich glaube, das spiele ich nochmal durch. Ich hoffe, ihr hattet auch ganz viel Spaß bei dem Let's Play. Und ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und abonniert ruhig meinen Kanal, wenn euch mein Let's Play gefallen hat. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder. Ansonsten freue ich mich auch über Kritik. Schreibt ihr einfach unter die Kommentare drunter. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.